So, willkommen, liebe Zuschauer von Gleiten TV. Wir haben heute schon wieder einen neuen Gast. Gestern haben wir von North Kiteboarding mit dem Mike Rapper gesprochen und haben da über das neue Logo und die ein bisschen philosophiert über die Sportarten. Und heute geht es jetzt mehr ins Detail und zwar mit dem Produktmanager von North für Kitefoilen. Du bist zuständig als Produktmanager für Kitesurfen und Wingfoilen. Ist das richtig? Das ist der Olli, ach so, der Name, Entschuldigung bitte, der Olli Sommergart, ist das natürlich. Und dann, wir sind wieder so früh am Start halt, wo ich eigentlich noch schlafe, deshalb läuft das nicht so rund bei mir. Weil der Kollege kommt hier nämlich aus Neuseeland ebenso. Und dann muss man immer so eine Termine finden, halt, dass für uns beide passt. Wofür bist du zuständig? Ich bin für den kompletten Foilbereich zuständig, also Kitefoiling und dann Wingfoiling. Okay. Und da ist es halt, da geht es aber auch um alle Produkte halt. Aber wie teilt ihr das auf halt beim Kitesurfen zum Beispiel? Ist es dann nur der Code Zero oder ist es halt? Ja, wobei da ist die Trennung ein bisschen strenger. Also es war so nach dem Rebrand quasi, dass wir nur ein Produktmanager hatten, das war ich. Ich habe alles gemacht am Anfang. Ja. Das wurde über Zeit jetzt aber zu viel. Ja. Und wir wollten uns mehr fokussieren auf das Wing. Dann haben wir jetzt noch einen zweiten Produktmanager eingestellt, der ist der Brent Tucker. Und der kümmert sich ums Kitesurfen und um die Kites dann auch. Wir sind natürlich alle in einem Design-Team und ich bin auch noch in den Meetings für, sagen wir, Kite Development dabei. Aber primär fokussiere ich mich auf die Wings, Materialentwicklung für Kitesurfen und Wings, die Bretter, Foils und sonstiges Zubehör, was man alles so zum Wingfoilen braucht und ein bisschen noch die Admin-Side vom Produktmanagement. Ja. Da sind wir natürlich halt bei dir genau an der richtigen Stelle. Wir wollen im Wesentlichen mal über die neuen Materialien, die es am Markt gibt, halt, besonders bei euch, sind die Sachen aus der eigenen Entwicklungsabteilung im Wing-Bereich, das N-Weave-Material. Speziell war die Überlegung, als jetzt Alula aufkam und man gesehen hat, okay, damit kann man einen steiferen Rahmen für die Wings produzieren, war da sofort aufgrund eurer Historie die Idee, Alula fassen wir nicht an, sondern wir machen gleich was Eigenes, weil wir haben ja ein monströses Portfolio. Ich glaube, es war nicht so, hat nicht so viel mit Alula zu tun, mehr direkt nachdem wir halt quasi angefangen haben, nach dem Rebrand, war klar, dass wir langfristig unsere eigenen Materialien entwickeln wollen. Und wir haben direkt da angefangen schon. Nur dauert das halt ein bisschen, wenn du in-house developst, Maschinen kaufen musst und einen kompletten Produktionszyklus quasi etablieren musst. Ja, verstehe. Das N-Weave im Speziellen, ist die Faser eine Polyesterfaser oder ist es ein Dynamer oder was ist das genau? Es sieht sehr, man kann es so schwer, ich habe tausend Sachen schon gesehen, aber ich kann es schwer zuordnen. Es ist ein Dynamer, wobei Dynamer ist ein Markenname, sagen wir so, müssen wir aufpassen mit. Okay. Polymerfaser. Aber es ist eine Polymerfaser, ultra-high Modulus. Ja. Im Endeffekt, wie vielleicht die Kite erkennt, ihre Kite-Line, ne? Das ist auch Dynema-Spektra quasi und das sind die gleichen Materialien quasi. Daher kommt natürlich auch sehr viele Attribute aus der Festigkeit von Material, der geringen Dehnung mit dem Ultra-High Modulus quasi, dem uns jetzt beim Wingfoilen zugutekommen in den Wings. Ja, und also was wir jetzt so festgestellt haben, das macht halt einfach den mit Abstand robustesten Eindruck von allen Tüchern, die man in dem Bereich bisher gesehen hat. Also was Kratzfestigkeit, Schnittfestigkeit halt, habt ihr da schon irgendwas Kaputtes gehabt? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Klar, kaputt kriegst du alles. Ja, klar. Das ist nur eine Frage, wie stark du es machst. Und na klar, mit Foils weißt du ja auch, wenn ein bisschen die Kanten abgefahren hast oder sowas, dann ist Carbon dann wirklich scharf. Ja. Aber es geht nicht so schnell kaputt, wie, sage ich jetzt mal, ein Dacron. Es reißt nicht so schnell ein. Es ist relativ
schnittfest und abriebfest. Ja. Kaltlein, was der selber versucht, immer durchzuschneiden, da brauchst du ein wirklich scharfes Messer. Und das hilft natürlich schon mit der Langlebigkeit der Wings. Ja. Wie ist es in dem, da wird ja sozusagen, wer ihr habt, oder was wir gestern halt von Mike gelernt haben, halt die ganzen R&D-Geschichten sind halt jetzt noch enger zusammengewachsen. Es ist jetzt noch mehr eine Teamgeschichte halt, also das eine lernt aus dem anderen und befruchtet wieder das andere. Ist das Material vom Wingfoilen, von dem Gerüst verwendbar 1:1 fürs Kitesurfen? Fragezeichen. Bedingt, sagen wir mal so. Wir beim Kitesurfen, für Kites kommt eine andere Geschichte ins Spiel, sagen wir, als fürs Wing. Beim Wing willst du Steifigkeit, Torsionssteifigkeit und reduzierte Biegung, sagen wir jetzt mal. Ne? Manchmal fehlen mir die deutschen Worte. Biegesteifigkeit. Ja. Beim Kitesurfen willst du die Torsion erlauben, weil ohne Torsion im Material, also den Kopf des Ajax, kann der Kite nicht steuern. Ne? Ja. Die Idee ist ja, die zwei Leinen, ich mache einen Steuerimpuls, die Leinenveränderung resultiert in einem Verdrehen des Leading Edges und damit gebe ich den Steuerimpuls los. Und da ist so ein bisschen, was wir natürlich versuchen, mit den Wing-Materialien zu erreichen, kontraproduktiv. Da wollen wir keine Torsions- oder wollen nicht lose sein auf die Torsion, wir wollen eine steife Gerüst haben, steifen Airframe haben und der möglichst verbindungsarm ist. Beim Kiten ist es genau andersrum. Du willst ihn sehr verbindungsarm, ne, warte mal, nicht verbindungsarm, die Torsion zulassen halt, aber auf der anderen Seite die Steifigkeit halt in dem Bogen halt da halten. Hm, ja, richtig. Genau. Ja, verstehe. Und habt ihr da kommt ja jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich sogar, ein Orbit Pro oder sowas? Kann es sein? Ja. Ich spoiler das jetzt einfach hier mal so. Ja, da kommt was. Das hat Mike schon erzählt, deshalb darf ich das jetzt sagen. Ja, aber der Kite hat jetzt ist noch kein Envive-Material da dran. Ah, okay. Das ist ein Dacron, aber auch ein mehr performance-orientiertes Dacron. Ja, okay. Von den Technologien halt, wie man dann halt sozusagen die einzelnen Segmente zusammensetzt, ihr hattet ja wahrscheinlich auch mal Kontakt halt zu, wie heißt es, Brainchild? Wo jetzt halt, was sich die einzelnen Segmente halt dementsprechend nicht mehr vernäht werden, sondern halt verschweißt werden. Ist das für euch auch eine Option für die Zukunft oder wo man denkt halt, okay, kann man andenken? Natürlich. Also wenn du neue Materialien erprobst, dann ist meistens auch damit verbunden, dass du einen neuen Produktionsprozess implementieren musst. Weil gerade mit höherfesten Materialien, zu oft machst du den Fehler, das da einfach so gleich zu behandeln wie früher, alles wird schön zusammengenäht und. Und auf einmal fliegt alles auseinander oder hast irgendwelche Probleme an irgendwelchen Stellen. Es macht Sinn, alles in Frage zu stellen und mal komplett aus der Box zu denken und dann mal gucken, wie kann man es denn anders machen? Nicht einfach den Status quo so zu akzeptieren. Ja. Und klar, das machen wir natürlich auch. Wir gucken in alle Richtungen und. Ja. Ich habe auch gesehen, halt so wie die einzelnen Segmente wiederum bei dem Enweave-Material verarbeitet sind, sieht wiederum auch wieder anders aus als bei Dacron oder bei Alula. Da hat auch jedes Material so seine eigenen Vorgaben wahrscheinlich, damit es auch dementsprechend hält und funktioniert. Das ist eigentlich, genau. Unsere eigenen Erfahrungswerte, die wir quasi gesammelt haben über die ganzen Prototypen, die wir gebaut haben, und dann die Langzeittests, die wir gemacht haben, dass wir uns darauf eingeschossen haben, okay, das, was wir jetzt haben hier, das funktioniert, das gibt ein langlebiges Produkt. Ja. Wie sieht es aus bei den Canopies halt? Wie weit siehst du da halt die notwendige Entwicklung, da sage ich mal, Performance mit Komfort halt noch weiter voranzutreiben oder vorantreiben zu können? Ja, wir haben festgestellt, jetzt der Mode ist ja in der zweiten Generation jetzt schon.
Wir hatten den 23er Mode und jetzt den Mode Pro 24. Ja. Und dadurch, dass du ein steiferen Airframe hast, ja, kannst du den Wing in, sagen wir, einen höheren Windbereich fahren, komplett auch, weil er halt nicht einfach nachgibt und du, sag mal so, du bist zwar im höheren Windbereich, aber du kriegst nicht mehr Power raus. Was dann aber auch Result daraus ist, dass die Canopy eine ganz andere Ladung sieht. Ne? Das wird ganz anders beansprucht. Und wenn du ein Envy Airframe hast, den mit einem normalen Canopy zu kombinieren, dann wird das Canopy den kürzeren ziehen auf längere Sicht. Ne? Und deswegen haben wir jetzt auch bei Pro das neue Matrix Canopy verwendet, was um einiges steifer ist und damit den Shape länger halten kann. Mhm. Leider ein bisschen schwerer, aber im Grunde im Ganzen, ne, kommt es auf Gesamtgewicht drauf an. Und für uns war das ein guter Kompromiss, zu sagen, wir wollen den wahren Shape Hold haben quasi vom Canopy und nehmen ein bisschen mehr Gewicht in Kauf, weil überall haben wir noch eine Gewichtssparung, Ersparung mit um die 30% gegenüber dem Dacron Ring am Leading Edge, und von daher sind wir immer am Ende des Tages immer noch leichter. Das finde ich halt sehr wichtig, halt, weil die Leute dann, wir testen es, wir wiegen das aus und dann hast du halt, guckst du, okay, der Vorgänger war halt, sag ich jetzt mal, 150 Gramm leichter. Ja, und dann ist natürlich halt wichtig, auch den Zuschauern zu erklären oder den Nutzern zu erklären, dass die eine Änderung in dem Frame bedingt halt dann wiederum die andere Änderung in dem Tuch, und das erzeugt so, oder war momentan auch nur mit den Materialien im Canopy, die bei allen ein bisschen schwerer sind, sozusagen. Ja. Also vielleicht, wenn ich doch mal sagen darf, so persönlich, der reine Vergleich performancemäßig aufs Gewicht, ja, ist ich finde ihn ein bisschen schwierig, sag mal so. Ne? Ich kann einen wirklich leichten Wing haben, aber ein schlechtes Design, und am Ende des Tages wird er nicht besser fliegen als ein schwererer Wing mit einem guten Design. Bin ich bei dir, genau. Und da finde ich immer, es wird zu viel Augenmerk drauf gelegt auf das reine Gewicht auf der Waage, weil das reine Gewicht auf der Waage sagt auch nicht, wie deine Hand hält. Ne? Also wieder beim Fliegen ist der Backhand heavy, Fronthand heavy, das fühlt sich schwer an oder drückt die Nase die ganze Zeit nach unten. Ne? All diese Sachen. Und naja, wir hoffen mal, dass über Zeit jetzt die Erfahrung bei den Usern quasi auch wächst und das Augenmerk mehr auf die Fahreigenschaften kommt. Kommt also im Vergleich zum reinen Gewicht. Ja, dafür machen wir sowas, weißt du, so eine Gespräche halt, damit man da kann man einfach wesentlich einfacher und besser nochmal drauf eingehen, damit man es sieht halt, weil wenn das ein gutes Profil ist, was sich selber trägt, halt wird der Wing halt in der Hand wirklich sehr, sehr leicht. Und wenn er gut ausbalanciert ist, egal, ob er jetzt halt 3 Kilo wiegt oder 2,5 Kilo wiegt, das haben wir auch schon ganz am Anfang festgestellt, da ließen sich die einzelnen Gewichte nicht wirklich dem Feeling zuordnen. Also dass man gesagt hat, proportional, du hast jetzt halt hier pro 250 Gramm wird dein Wing einfach jetzt nochmal ein bisschen handlicher oder besser oder sonst was. Halt. Das ist halt nicht, war bei allen, egal welchen Modellen, im Vergleich war das nie der Fall. Also so, das war halt auch, ist mir wichtig dann, dass wir in solchen Gesprächen halt das einfach mal ein bisschen so herausarbeiten. Beim Kitesurfen haben wir jetzt gerade natürlich, ich will eigentlich mal gar nicht die ganze Zeit darüber reden, aber wir haben natürlich einen Big Air Hype und so alles dreht sich, weißt du, so Freestyle hat sich aufgelöst, gibt es gar nicht mehr, ist nur noch eine Hand. Es ist immer noch eine der tollsten Sachen, aber alles redet über Big Air. Vom Design, von der Entwicklung hatten wir jetzt den Effekt halt, dass der neue Orbit zum Beispiel halt ein bisschen weicher im Vergleich zum Vorgängermodell halt. Er war ein bisschen mehr, dass er sich teilweise ein bisschen mehr verformt hat im Extrembereich. Im obersten High-End haben auch alle Leute, die jetzt dann North, also Kite Loop und Big Air Spezialisten, die das alle geflogen sind, empfanden das auch dementsprechend so. Aber dafür war insgesamt halt von der Gesamtkontrolle ein bisschen ausgewogener.
Wie findet so eine Entwicklung statt? Wie ist bei euch der Aufbau sozusagen in der Entwicklung, wenn man jetzt sagt, halt, wir machen jetzt To-Do-Liste für 2025? Wie soll der jetzt aussehen? Weißt du, also wie arbeitet ihr da? Naja, beim Orbit ist es jetzt so, dass wir natürlich, wir gucken auf den Range-Plan quasi und die Produkte, die wir bringen wollen. Ja. Und es war klar für uns, wie du sagtest schon, dass wir einen Orbit Pro bald bringen, dass wir dann auch ein bisschen mehr Distanz zwischen den zwei Modellen bringen, damit die sich nicht zu ähnlich sind, sonst macht das keinen Sinn, ne? Der Orbit ist für ein Big Air Kite sehr user-friendly. Sag mal, Ja. du brauchst nicht wirklich ein Experte zu sein. Ja. Und für den Weekend Warrior reicht es auch völlig aus, ne? Also du wirst da irgendwie deine persönlichen Ziele mit erreichen. Für jemanden, der mehr will und dann in die Double- und Triple Loops machen möchte und, da brauchst du was, was schneller dreht. Das würde jetzt aber zum Beispiel jemanden, der noch nicht in dem Bereich unterwegs ist, sage ich mal, überfordern. Ja. Und von daher haben wir dann strategisch uns entschlossen, okay, im Orbit, lass uns denn die All-Around-Eigenschaften verbessern. Mit der Performance, was Sprunghöhe angeht und, sind wir zufrieden. Ja. Und dann bringen wir den Orbit Pro. Und der ist dann für die Ja, okay. Experten, die das letzte Quäntchen suchen. Ja, perfekt. Sehr gute Erklärung. Von der Entwicklung jetzt innerhalb von North Kiteboarding sagte Mike gestern, ihr pusht halt auch stark im Marketing und Bereichen halt den Reach. Wie ist die gesamte Ausrichtung vom Label North Kiteboarding für die Zukunft? Wird es eher, also ich sage jetzt mal, es gibt halt einzelne Labels, sowohl beim Wing als auch beim Kitesurfen, die sind dann eher ein bisschen performanceorientiert, oder dann gibt es halt die, ich sage jetzt mal, wir nehmen jetzt mal einen Mitbewerber Duoton. Duoton ist immer ein Label, was sie in jedem Produkt eigentlich nicht auf das Maximum an Performance unbedingt zielt, sondern auch immer auf, dass die Kontrolle halt nicht zu kurz kommt, dementsprechend. Andere Labels sind halt so, jetzt wie F1 oder sowas, die sind dann halt extrem stark in die Performance-Richtung teilweise abgewandert, wo du dann denkst, okay, ihr lasst jetzt, da bleibt jetzt halt ein Teil von dem normalen Mainstream-Publikum halt liegen. Wie habt ihr da von der Idee eure Zukunft ausgerichtet? Ja, ist eine gute Frage. Wir arbeiten zu einem, sagen wir, Tiersystem hin, dass du verschiedene Klassen hast Okay. innerhalb eines Produktes. Sagen wir jetzt Ja. mal mit Orbit zum Beispiel, du hast den klassischen Orbit und dann hast du den Orbit Pro und das wird es dann auch beim Wingen geben. Wir haben einen normalen Nova als Duckhorn Allround Freeride Wing, Performance Freeride Wing und dann haben wir den Mode Pro als ein Speed und fürs Springen quasi. Ja. Die haben unterschiedliche Benutzergruppen und so werden wir das auch versuchen, in der Zukunft weiter zu behalten, dass wir bei den meisten Produkten, die, sagen wir, eine große Fangemeinde haben, immer ein Basisprodukt haben und dann Performance-Klassen darüber sind, wo man sich dann über die Jahre auch hoch, sagen wir mal, hochfahren kann in die Richtung und sagt, ich fange jetzt mit dem an, 2 Jahre später ist mein Level so gestiegen, jetzt geht es mit dem weiter, ne? Und Ja. finanziell ist dann natürlich auch die Materialien, die wir nutzen, die so ein bisschen high performance sind, die kosten leider auch ein bisschen mehr. Und von daher Klar. muss das dann immer abgestammt sein. Aber ne, wenn man so 3, 4 Jahre gefahren ist, dann weiß man schon, was man will. Dann reicht es nicht mehr, dass du irgendwie das Basismodell haben Ja, möchtest. das Das stimmt. weißt du ja selbst. Ja. Bei den Boards. Wer macht jetzt momentan von den Shapes die Boards? Bei den Surfboards ist der gleiche Shaper halt. Aber Wingboards, ihr habt ja viele verschiedene Shaper. Eigentlich nicht. Aber gut, Twin-Tips, anderer Shaper, ja. Genau. Aber wenn es um die Volumenbretter geht, sagen wir jetzt mal, haben wir auch Surfboards mit einbegriffen, ist es Jamie Scott. Ja. Lebt hier in Neuseeland in Whanganui. Ist ein sehr erfahrener Surfer, Kitesurfer, SUP. Seine Tochter auch. Der hat, naja, hat ein schönes Haus direkt am Strand. Ja. 20 Acre quasi und also, wenn du da rausfährst nach Whanganui, das ist halt eine kleine Weltreise, da rauszukommen und er ist am Ende der Straße.
Gate vorne weg und das Haus ist direkt am Strand in der Bucht und da ist niemand ringsrum und der geht um die Ecke rum und dann hat er seinen eigenen Surfbreak. Ja, der Also kann das nur aufs ist, Wasser gehen. er kann nur aufs Wasser gehen und er kriegt die meiste Zeit auf dem Wasser. Und wir sind alle mal sehr neidisch. Ja, das Und dann glaube hier, und dann Feedback, und ja, ich war heute schon wieder draußen und hier, das müssen wir ändern und ich habe das rausgefunden und das gut. Und dann, ja, danke, Jamie. Ja. Wie wird da die Entwicklung bei den Wingboards aussehen? Geht es mehr in die kompakte Freestyle-Richtung oder wird halt eher ein bisschen schmaler, ein bisschen länger, ein bisschen surfiger vom Shape halt bevorzugt? Die Frage ist. werden zweigleisig wahrscheinlich gehen. Also momentan haben wir ja als Foilboard das Sick und dann haben wir das Swell, was mehr so ein Crossoverboard ist und Ja. nicht schon Foiling, aber kann auch zum Wingfoiling benutzt werden. Und langfristig wird das Swell mehr so ein Surf-Style Wingfoilboard und Crossoverboard werden. Für die Leute, die das mögen. Das gibt es spezielle Märkte wie sagen wir mal, Australien. Und Sachen auch in Amerika, die bevorzugen einfach eine Pointy Nose Surfstyle Ja. und das werden wir in die Richtung weiterentwickeln. Und dann sage ich mal fürs Wingfoilen, wenn wir jetzt mal Flachwasser-Wingfoilen sprechen oder sowas, ob ich dann eine spitze Nase Ja. habe, ne? Das macht ja keinen Unterschied Ist in nur dem dein Sinne. Style, ist nur dein Es Style. ist eine Stilgeschichte und da bevorzuge ich persönlich dann auch Länge, Wasserlinienlänge. Das hilft mir dann aufs Brett zu kommen. Und da wird die Richtung auch gehen, dass die Bretter ein bisschen schmaler und länger werden. Ja. Ja. Steigt ihr in den Trend Sub-Downwind-Shapes oder Verdränger-Shapes oder Kalama-Shapes oder was auch immer man da betiteln will? Steigt ihr damit ein mit einem Hybrid oder wollt ihr den Sport damit aufnehmen? Ja, wir werden was im März rausbringen Ja. in die Richtung, quasi Downwind Boards, ja. Wir haben Wird es rein rassig Sub-Downwind oder wird es eher halt 50-50 oder mehr zum Wingfoilen hin? beides probiert. Wenn du zu sehr den Hybrid machst, dann leidet das eine darunter. Und das ist das reinrassige Downwinding dann. Ne? Klar. Wir würden gerne alles mit einer Fliegenklappe schlagen, aber die Performance-Ergebnisse sprechen einfach dagegen Wird so ein bisschen. schwer. Und wenn man sich das dann überlegt, dass du hast unten das Foil dran, das gibt dir so viel Stabilität, du kommst mit relativ einer schmalen Geschichte davon auch fürs Swing. Ja. Und von daher gehen wir mehr in den Downwind-Bereich. Das wird aber alle Male fürs Swing auch sein, Ja. reichen. Ne? Das wird Ja. nicht zu überanspruchend werden, aber wir wollen schon, sagen wir mal, den Spagat nicht zu doll schlagen. Ne? Das ist, Okay. hast zwar ein Board gemacht, kann alles, aber kann alles nicht richtig gut. Das wäre Ja, fatal. deshalb die Frage halt. Das ist halt, ich denke, der Markt ist jetzt halt da noch ganz klein, ganz jung. Und da sollte man jetzt vielleicht auch nicht so komplett durchdrehen, weil es auch Sub-Downwind-Foilen braucht auch ein bisschen den Fahrer oder die Fahrerin. So, das lernt sich. Momentan sind das Das lernst du alles schon alleine. Watermen, wie wir sagen. Ne? Genau, das sind alles Watermen, Also die gute Vorkenntnisse haben. Und ansonsten ist es halt wirklich echt Training. Also es ist auch selbst, wenn man alles andere schon, glaube ich, ganz gut kann, musst du trotzdem halt insgesamt schon da die meiste Aufmerksamkeit drauf legen. was ja mehr passieren wird, was du auch vielleicht mitbekommen hast, dass die Leute, die gehen Wingfoiling mit einem Downwind Board, Upwind, Ja. die vielleicht den Wing und Ja. dann paddeln. Das ist eine, sagen wir, das ist eine relativ sichere Geschichte, weil Ja, das ist der eine Wind easy drückt dich Geschichte. immer dahin, wo du hergekommen bist. Wenn du jetzt, Ja. sag ich mal, Ja. ein bisschen längere Distanzen machst und das ist komplett downwinding, erstmal musst du auch irgendwie jemanden haben, der dich wieder zurückbringt oder ein zweites Auto am anderen Ende haben. Ist Logistik alles ein bisschen schwieriger, ne? Und du bist im weit offenen Wasser und dann sind die Sachen schon ein bisschen anders. Das stimmt. Wie groß ist das bei euch? Weil ihr seid ja in Neuseeland, ist ja auch, würde ich sagen, schon ziemliche Wassersport. Verrückte Ja, Nation. bei solchen Sachen sind wir immer relativ eine Saison vor dem Rest, sage ich Ja. mal, der Welt. Also so Neuseeland, also nicht Neuseeland eigentlich, ist es Maui ist meistens, Australien, Neuseeland, die drei Die drei, genau, liegen Länder immer. sind die, sagen wir das,
Adoptieren von solchen neuen Sportarten schneller als in Europa. Irgendwie dauert das immer eine Saison länger. Also bei Ja. uns ist das schon seit einer Weile richtig im Gange. Wir sind die Facebook-Gruppen oder die WhatsApp-Gruppen, die sich verabreden und dann, okay, heute gehen wir nach Army Bay und dann Daumen nach 20 Kilometer die Küste runter und hier und dann organisieren sich mit Fahrern und hat einen sehr sozialen Charakter das Ganze, Ja. ne? Es sind aber auch immer die gleichen Leute. Es waren die gleichen Leute, die früher vom Twin-Tip aufs Surfboard gestiegen sind, vom Surfboard aufs Kitefoilen. Vom Kitefoilen waren sie die Ersten, die Wingfoilen gemacht haben. Und jetzt haben sie 5 Jahre Wingfoilen gemacht und gesagt, naja, das ist ja jetzt auch wieder langweilig. Jetzt sitzt die Gaumenbretter, Bretter, ne? Es geht ja immer so weiter. Ja, das ist die, ich sag mal, die Spielsachen und Möglichkeiten werden immer mehr. Es ist eigentlich ist es total verrückt. Aber es gibt schlechtere Arten zu leben, sage ich jetzt mal so immer. Finde ich auch. Solange man auf dem Wasser ist, ist ja alles gut, ne? Ich bin immer sehr, sehr dankbar dafür, dass man das in der Form erleben darf, dementsprechend. Ich bin auch sehr dankbar für das, was du uns an Einblick jetzt gewährt hast. Erstmal so in der Kürze, mal so mal einen kurzen Abriss halt, wie das momentan aussieht und wie das so in Zukunft weitergeht. Hast du noch irgendwelche Geschichten, die du verraten, die dir auf der Zunge brennen, die du verraten möchtest halt von Sachen, die die anderen nicht haben? Das, was Vieles, du, das vieles, fehlt. aber sehr, sehr vieles. Aber das muss dann warten, wie die Das Produkte muss warten, bis die gelauncht Sachen werden. Ne? rauskommen. Ja, okay. Viele Sachen sind, die Entwicklungszeiten, die sind relativ lang bei manchen Sachen. Ne? Und du willst es ja vernünftig ausprobiert haben, damit du weißt, da gibt es keine Probleme nachher, wenn wir am Markt sind. Ja. Und von daher wollen wir dann aber auch, wenn wir am Markt sind, quasi die Ersten damit sein, mit solchen Ja, Sachen. verstehe. Und wir haben jetzt einmal so lange Catch-up gespielt. Und so langsam geht es in die andere Richtung, Ja. dass wir bei manchen Key-Produkten irgendwie anfangen, Maßstäbe zu setzen. Und das ist natürlich da, wo wir langfristig hin wollen und daran Ja. arbeiten. Ja. Da sage ich erstmal, wir wünschen euch das Beste da dementsprechend für die Zukunft, so wie allen anderen natürlich auch. Und gucken, wie die Sachen aussehen und freuen uns, wenn wir da das ein oder andere zum Testen bekommen. Und dass wir halt demnächst mal wieder quatschen, halt, um zu sehen, was es Neues gibt bei euch. Ich sage erstmal, Uli, herzlichen Dank für das nette und gute Kein Gespräch. Problem. Immer Danke. wieder gerne. Danke, Uwe.